Diese Zeichnung kennst du ja schon aus dem vorigen Video und jetzt dreht es sich um spezielle Punkte in diesem Graphen. Gut, wenn die Kurve endlich gezeichnet ist, dann habe ich auf jeden Fall einen oder mehrere Punkte, die absolut am höchsten liegen, hier, und einen oder mehrere Punkte, die absolut am tiefsten liegen, also hier. Mehrere Punkte sind es dann, wenn sie gleich tief liegen würden. Man nennt solche Punkte globales Maximum und globales Minimum. Bedeutet, ich hätte an der Stelle x4 ein globales Maximum und an der Stelle x8 ein globales Minimum. Gut, es gibt natürlich auch tiefste und höchste Punkte, die nur jeweils in der unmittelbaren Umgebung gelten. Die schauen dann auch tatsächlich aus wie Berge und Täler. Und da habe ich in meiner Kurve zwei davon, nämlich hier so eine Talsohle. Das ist jetzt nur lokal die tiefste Stelle, also nur in einem kleinen abgegrenzten Bereich. Man sagt, an der Stelle x1 habe ich ein lokales Minimum und diese Bergkuppe hier, dieser Gipfel, ist an der Stelle x4, das ist ein lokales Maximum. Also du siehst, es kann ein globales und ein lokales Maximum unter Umständen an derselben Stelle sein. Hier habe ich allerdings wirklich nur ein globales Minimum, weil es ja nicht so aussieht wie eine Talsohle, so wie hier. Gut, okay. Man kann das auch sehr gut mit Hilfe der Ableitungen beschreiben. Schauen wir uns mal hier die erste Ableitung an. Dann wird dir auffallen, dass die erste Ableitung hier 0 ist. Hier auch. Und das bedeutet, wenn man einen lokalen Extremwert hat, also ein lokales Minimum oder ein lokales Maximum, hat man immer eine waagrechte Tangente. Also waagrechte Tangente ist beim lokalen Extremwert immer. Ja, das heißt, lokaler Extremwert bedeutet automatisch f' an dieser Stelle ist gleich 0. Also f' von x1 ist gleich 0 und f' von x4 ist gleich 0. Umgekehrt funktioniert das nicht. Es gibt auch Punkte, die haben zwar eine waagrechte Tangente, so wie hier, allerdings ist das weder ein lokales Minimum noch ein lokales Maximum, sondern ein sogenannter Terrassenpunkt. Das heißt, f' von x7 ist zwar 0, allerdings ist das kein lokales Maximum und kein lokales Minimum. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wie kann man das denn jetzt überprüfen, ob man ein Maximum oder Minimum hat? Und da braucht man jetzt noch die Krümmung, das heißt f2'. Wenn man f2' an einer bestimmten Stelle ausrechnet, und ich werde das mal versuchen zu tun, bitte sehr, hier jetzt eingeblendet, dann siehst du, wenn du einen Tiefpunkt hast, also ein Minimum, musst du ja unbedingt eine Linkskurve fahren. An dieser Stelle ist die zweite Ableitung deswegen immer größer 0, weil Linkskurve, lachendes Smiley, bedeutet positiv, größer 0. Wenn du einen Hochpunkt hast, dann ist die zweite Ableitung immer kleiner 0, weil du ja gerade eine Rechtskurve fährst. Und wenn du einen Terrassenpunkt hast, dann ist die zweite Ableitung an dieser Stelle 0, weil du da gerade von einer Linkskurve in eine Rechtskurve übergehst oder umgekehrt. Es gibt in dieser Funktion hier übrigens noch weitere Punkte, wo auch eine Linkskurve in eine Rechtskurve übergeht. Fahren wir die Kurve hier nochmal ab. Also, Linkskurve, das heißt f2' ist größer 0, positiv. Die Linkskurve wird immer weniger ausgeprägt und hier haben wir einen Punkt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, dass ich da genau hinfahre, aber man sieht schon ungefähr, dass das in etwa hier ist, ich schaffe es jetzt nicht ganz genau, da ist f2' von x0, da ist auch ein Wendepunkt, allerdings ist hier die Tangente nicht waagrecht. Ja? Also auch das gibt es.
ein Wendepunkt mit nicht waagrechter Tangente. Heißt halt dann einfach nur Wendepunkt und nicht Terrassenpunkt. Jetzt geht es in eine Rechtskurve, also hier ist f2' immer negativ, bleibt negativ, Rechtskurve bleibt noch immer Rechtskurve, sehr schwache Rechtskurve, und irgendwo hier habe ich wieder den Übergang von einer Rechts- in eine Linkskurve. Ich kann das wieder nicht ganz genau einstellen, aber man sieht schon ungefähr, dass hier die zweite Ableitung genau 0 ist. Auch hier habe ich einen Wendepunkt, wieder nicht mit einer waagrechten Tangente, aber f2' ist hier auf jeden Fall 0. Und beim Terrassenpunkt, das ist die Definition des Terrassenpunkts, ist sowohl f' 0, weil ich eine waagrechte Tangente habe, als auch f2' 0, weil ja das gleichzeitig ein Wendepunkt ist. Ja, und da geht es jetzt wieder in eine Rechtskurve, das heißt, ab hier wird f2' wieder kleiner 0.